Wunderschönen guten Morgen. Heute ist es ja wirklich wunderschön, wenn ich jetzt nach draußen gucke, zumindest hier in Ratingen. Und ja, herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen. Natürlich mit Dirk Helger, wie immer. Und ich freue mich sehr, dass er heute Morgen wieder mit uns das Webinar veranstaltet. Und ich freue mich natürlich auch, dass Sie alle live dabei sind. Und ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an. Denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt, insbesondere wenn der Dirk heute vielleicht den einen oder anderen Trade macht, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig, und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja? Prima, dann, lieber Dirk, kriegst du auch direkt den Bildschirm und ich bin mal gespannt, was der Markt macht und was du machst. Ja, das bin ich auch gespannt. Also, was ich mache. So, schauen wir mal. Oh, oh nee, gut. Ich dachte hier, so GoToWebinar ist gerade abgestürzt, aber ist es nicht. Oh, ich klinge verschnupft. Ich habe Allergie. So, aber egal. Moin, Tag, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich auch sehr, dass wir jetzt auch heute wieder hier ein Live-Trading-Webinar haben, machen, tun. Wie auch immer, ich habe auch gerade gesagt, ich bin heute auch spät an. Ich bin irgendwie ein bisschen spät aufgestanden, sehe noch so ein bisschen verpennt aus. Und deswegen mache ich das Bild auch gleich ganz klein da unten in die Ecke. Nee, da ist die Ecke, da unten in die Ecke, damit man das nicht mehr so deutlich sieht. Ich hoffe, euch geht's gut. Alle wacher als ich, hoffe ich doch. Und kann man hier aufs Bild gucken, ob alles richtig ist. Müsste aber eigentlich stimmen. Passt So, alles. gut. Das wollte ich hören. Ein Feedback ist immer, das ist immer so ein Ding, man redet hier so irgendwie dann ja auch live, so in die Welt hinaus, in Echtzeit vor sich hin. Und wenn da gar nichts kommt, dann kriegt man irgendwann so kurze Panikschübe und denkt so, verdammt, hoffentlich klappt das jetzt und hoffentlich steht da nicht irgendwas Komisches auf dem Bildschirm. Wie der Nelson auch schon gerade gesagt hat, ich wiederhole es immer wieder und werde das auch nicht müde zu wiederholen. Bitte nicht einfach blind nachmachen. Ja, manchmal geht es ja auch ganz schnell, manchmal geht es halt leider auch daneben. Meistens geht es gut, aber trotzdem bitte immer mit eigenen Ideen eben abstimmen. So, ich gucke mal hier auch in die Kommentare, ob da irgendwas irgendwie kommt mit dem Kaffee in der Gruppe. Ja, was? Mit Kaffee, ja. Der muss hier heute auch unbedingt noch helfen, weil, wie gesagt, ich bin auch irgendwie bisschen spät, weil das ist ja jetzt auch so die Zeit, ne? Da geht man irgendwie abends, dann schreibt einer, ja, soll man sich auf ein Bier treffen? Ja, dann trifft man sich auf ein Bier bei dem Wetter, sitzt dann irgendwo im Biergarten und plötzlich ist dann irgendwie 12 Uhr und man weiß nicht, warum die Rechnung so hoch ist, obwohl man doch die ganze Zeit nur Wasser getrunken hat. Und so ging es mir gestern und deswegen bin ich heute auch etwas hier noch nicht so wach, wie ich das gerne hätte und wie man hört, so irgendwie, ich kämpfe hier bisschen mit den fliegenden Gräsern. Ich dachte irgendwie, ich hätte das als Kind mal hinter mir gelassen, aber wir sind hier so ein bisschen weiter im Grüne als vorher und irgendwie, ja, wirkt sich das auch dann aus, so in Form von immer wieder irgendwie dicke Augen und nicht wegen dem Wasser, was ich am Vorabend getrunken habe, sondern dann tatsächlich wegen den fliegenden Pollen. So, kurze Rede, langer Sinn. Anni, ich darf hier nicht auf den Tisch hauen, da wackelt ja immer das ganze Bild, weil die Kamera hier so bisschen instabil in der Gegend rumsteht. Aber wie gesagt, ich hoffe, es geht euch gut. Vielleicht einfach mal kurz vorneweg. Ich würde ja tatsächlich gerne mal eine Abstimmung machen. Rauf oder runter? Also ich gehe mal von dem DAX erstmal aus, beziehungsweise obwohl der Dow eigentlich da noch so ein bisschen griffiger hängt für meine Begriffe. Aber rauf oder runter, was meint ihr? Schreibt doch einfach mal in die Kommentare und ich greife das gleich auf. Und gehe aber schon mal rüber auf das Hauptbild. Rauf, rauf, rauf. Die meisten Oh, sind. ich schon. Ja, da hätten wir fast eine Abstimmung machen sollen. Ne? So, hier gibt es ja die Funktion bei GoToWebinar. Erst runter, dann rauf. Ja. Also ich glaube, Also wie ich. runter, runter gewinnt jetzt so langsam. Ja, also ist schon, könnt ruhig noch Input geben. Also ist interessant, ne? Also das Ding ist ja halt auch immer, und von daher heißt es ja auch gar nicht, dass der eine richtig und der andere falsch ist, weil der Markt bewegt sich ja leider in alle Richtungen.
Sonst wäre es ja wirklich total easy, ne, zu sagen, so, okay, 50-50 und kann ja nichts passieren. Aber es ist halt irgendwie ja dann so, dass der halt dann erstmal rauf und dann runter oder erst runter und dann rauf. Und das ist ja eigentlich das, was es ja auch so schwierig macht. Was auch, Alkohol ist auch ein Trigger für Heuschnupfen. Was? Das kann nicht sein. Im Bier ist gar kein Alkohol drin. Zumindest nicht genug, um irgendwas zu triggern. So, mehr runter, runter. Also ja, also hier irgendwie gewinnt, da hat der Nelson recht, tatsächlich irgendwie Short. Aber gucken wir mal. Also, ich habe ja gestern auch einen Blog geschrieben. So, das ist zumindest jetzt mal irgendwie eine Ansage, die wir hier im Chart haben. Also vor allen Dingen im DAO hier auf der rechten Seite, das war schon nach den NFPs am Freitag ganz schönes Monster. Da habe ich ja auch irgendwie im Live-Trading, habe ich ja gesagt, generell das Ding rauf, ja. Wollte aber eigentlich hier so ein bisschen tiefer ansetzen und dann hätte das Ding gerne hochziehen können. Da habe ich gesagt, so eigentliches Ziel im DAO ist hier oben irgendwo das Gap, aber irgendwie für nächste Woche, es reicht ja auch, und das habe ich im Webinar auch gemeint, es reicht ja auch, wenn der hier so irgendwo schließt, ja, dann ist die Wochenkerze grün und dann ist alles fein. Ja, und dann hat er aber halt eben mal in 3, 4 Stunden der DAO immer die ganze Strecke für die, was ich eigentlich gedacht habe, für diese Woche, ja, aber irgendwie mal in 3, 4 Stunden hier komplett weggerockt. Und das ist natürlich schon beachtlich. Ist jetzt halt ein ordentliches Statement, was wir hier im Markt stehen haben, was es aber halt eben auch zu ergänzen gilt. Ja? Und ich meine, eine Kerze von dieser Dimension reicht halt nicht. Da muss halt schon noch was bisschen hinterherkommen. Dann hatte ich ja auch irgendwie abends in der Gruppe noch am Freitag auch geschrieben, ja, nächste Woche am liebsten Long Only. Und dann war der Nico, ich weiß nicht, ob er hier ist, ist ja auch einer von denen in der Facebook-Gruppe, die da halt recht aktiv sind und viel posten. Ich meine, nein, auf jeden Fall Short. Und habe ich mir das nochmal angeguckt, dann irgendwie auch am Wochenende und habe dann gestern im Blog geschrieben, so, der darf halt schon korrigieren. Und wenn er mal das Korrigieren ansetzt, dann sollte man auch vielleicht nicht zu knapp daran gehen, weil oft ist es halt eben so, dass lange Bewegungen wie diese und die ja halt letzten Endes durch News getriggert sind, beziehungsweise getriggert waren, dass die ja halt auch gerne mal deutlicher korrigieren, als man sich das vorstellt oder das sich vielleicht wünscht oder wie auch immer, ja. Und dann habe ich ja gesagt, so der erste Support, ich hoffe, ich habe es so wirklich so geschrieben, zumindest so gemeint, der erste Support wird hier oben im Gap zu finden sein, in Gelb. Da hat er sich auch gestern relativ lange dran aufgehalten, hat aber nicht mehr als 100 Punkte von hier irgendwie dann darauf korrigiert, also recht lange im Gap. Und habe gesagt, aber erstmal nicht weiter als 479. Ja, das wäre jetzt halt hier das nächste Level. Das ist nicht mehr weit entfernt. Das sind gerade nochmal irgendwie 70 Punkte im DAO, wohlgemerkt, jetzt von hier aus runter, wo dann eigentlich der nächste Versuch kommen sollte. Aber der kann natürlich insgesamt bis hier ganz unten hin. Und da meinte ich ja auch irgendwie so unter 33.200, was jetzt gestern noch wahnsinnig weit entfernt klang, nicht unbedingt. So, wenn man sich das mal anguckt. So weit entfernt sind wir dann da schon plötzlich gar nicht mehr davon. Das wäre halt hier die Unterseite von meiner grünen Zone halt in etwa. Dort hätten wir dann auch im Daily den SMA 20, der jetzt auch mal oben rutschen dürfte langsam, beziehungsweise halt hier stagniert. Und das wäre so halt eine Bewegung, die wäre schon sehr, 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 sehr plausibel. Also, oder sagen wir es mal so, die würde mir schon sehr gut gefallen. Das heißt, jetzt für heute Morgen für die erste Stunde hier relativ wenig. Weil der kann genauso gut hier nochmal an das Gap von gestern laufen, weil da halt einfach auch schätzungsweise der meiste Umsatz war. Das können wir uns gleich nochmal angucken. Und von dort aus dann runter. Ja, das heißt, das hängt ja immer so ein bisschen davon ab. Oder was heißt so ein bisschen? Das hängt natürlich entscheidend davon ab, was heute Morgen jetzt im Markt passiert. Kommt jetzt Volumen rein? Also jetzt hier bei den Amis, beziehungsweise in den Futures. Oder ist es halt eher überschaubar? Leider ist es ja so, dass die erste Stunde in Deutschland, Frankfurt, Europa oder wie auch immer, dass die halt immer so ein bisschen überschaubar ist. Nicht immer. Also manchmal vom Volumen, dass einfach gar nichts passiert. Deswegen haben wir hier auch schon so ein paar Dienstage gehabt, wo einfach nichts vorwärts gegangen ist. So, Ähnliches haben wir halt im DAX und den würde ich auch, glaube ich, versuchen, gleich zu handeln. Dort sieht man halt auch, dort ist er jetzt halt unter dem SMA 20, ist aber eigentlich egal, weil das Ding steigt halt irgendwie hier auf und hängt so ein bisschen quer, ist eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig tragisch.
Und hier muss man auch sagen, der hat er natürlich bei den NFPs am Freitag nicht so tief angesetzt. Ne? Das ist halt auch der Freitag hier im DAX. Das heißt, dort sollten wir für meine Begriffe eigentlich nicht unbedingt unter den Freitag hier rutschen, ja, sondern irgendwo so in dem Bereich, ja, wäre das für mich irgendwie plausibel, wenn wir dort halt direkt dann auch die erste vernünftige Reaktion dann halt auch sehen. Das heißt, da ist nach unten, glaube ich, jetzt zumindest so für den Anfang nicht so wahnsinnig viel zu holen. Und oft ist es ja auch so, dass die Reihenfolge halt eben eine Rolle spielt. Das heißt, geht er erst runter, ist die für meine Begriffe halt die Chance relativ hoch, dass wir dann halt auch schnell eine Reaktion nach oben kriegen. Geht er zuerst rauf, machen wir wahrscheinlich das Bild auf der Unterseite zuerst mal komplett. Ne, das heißt also, es wird so ein bisschen gegenläufig die ganze Geschichte wahrscheinlich halt werden. Also das wäre so mein Ansatz. Das heißt, ich gucke jetzt mal rüber in den kleineren Timeframe hier vom DAX. Gucken wir uns das da mal an, wie die ganze Geschichte hier aussieht. Und vielleicht jetzt erstmal hier im H1 dort mal gucken, ob wir da irgendwo was finden, was halt in irgendeiner Form halt greifbar ist. Also das ist jetzt hier die 8-Uhr-Kerze. Wie gesagt, ist der Stundenchart. Aber das sieht man jetzt noch nicht so wahnsinnig viel, außer hier halt eben diesen markanten Widerstand bei der 857. Ne, sieht man hier abgeprallt, gekauft und nicht rückbestätigt. Außer hier durch dieses kleine bisschen. Das könnte natürlich leider auch reichen, wenn man sich das mal hier anguckt. Ne, hier, wenn man die Peaks mal reingeht, dann hat er da schon zurückgesetzt bzw. zurückbestätigt. Wäre aber auch nicht schlimm, wenn wir das mal kurz irgendwie fischen hier und dann einmal kurz hier auf die 857 gehen. Wären allerdings auch wiederum 70 Punkte runter. Ist natürlich jetzt für die erste Stunde womöglich viel zu viel. Das kann natürlich sein. Wenn man sich das Ganze auf der Oberseite anguckt, auch hier im H1 weiterhin, und dann sieht man hier, dass er halt durch den SMA 20 da durchgefallen ist und der auch nicht rückbestätigt ist. Das heißt, da könnten wir auch bis hier in dem Bereich halt laufen. Ich weiß gar nicht, was das für ein Level ist. Das will er mir auch irgendwie gerade nicht so wirklich anzeigen. Mal gucken. 971 hier einmal mit Control-Click drauf und dann sieht man es. Also bei 971 Short oder 857 Long. So, das wäre halt so mein Ansatz. Kann natürlich auch sein, dass dieser Peak nochmal geholt wird. Das ist ein bisschen schwierig, aber er hat gestern sich so schwer getan, an die 16.000 zurückzulaufen. Von daher glaube ich auch jetzt nicht, dass das dann irgendwie hier auch direkt im ersten Versuch dann halt kommt. So, und hier stehen wir dann halt einfach nur in der Mitte für meine Begriffe. Und das heißt, wahrscheinlich hier direkt ist irgendwie nichts zu holen, vermute ich mal. So, das heißt also nochmal 971. Das wäre hier oben irgendwo, ne? Da die 971, das wäre auch der Kassaschluss von gestern. Das ist dann immer eher so ein Punkt, wo ich sage, gut, gefällt mir eigentlich nicht direkt an den Kassaschluss, weil ein Gap Close ist für meine Begriffe eben nicht short, also Gap Close von unten, genau umgekehrt, Gap Close von oben ist nicht unbedingt long. So, und hier unten war es jetzt die 857, das wäre auch dann hier unter dem Pivot. Ne, hier 860, in etwa da würde ich jetzt erstmal zwei Orders hinlegen. Aber dann mal gucken, wenn ein Impuls kommen sollte, der halt ziemlich in eine Richtung gerichtet ist, könnte man natürlich auch versuchen, den direkt mitzunehmen. Oder wenn es jetzt hier dünn wird, auch direkt short. Es kann aber sein, dass ich einfach wieder viel zu langsam bin, wenn ich das hier gleichzeitig halt eben auch noch erklären muss. So, und bitte nicht einfach nachmachen, sollte ich jetzt hier gleich drücken, weil im Zweifelsfall geht es halt eben auch sehr, sehr, sehr schnell. So, aber erstmal haben wir Druck nach oben. Lassen wir den mal kurz machen. Behalte hier mal den H1 auch im Auge. Hier waren jetzt so die letzten Hochs. Die Tageskerze würde hier auf grün drehen. Das geht meistens nicht gut im ersten Anlauf. Deswegen überlege ich auch jetzt hier schon gerade direkt da reinzugehen. Mal gucken, ob das eine gute Idee ist. Also noch überlege ich, noch ist nichts passiert. Das sieht wirklich so ein bisschen aus, als würden wir die 971 da oben kriegen. Und dann muss man dann da halt mal
sehen, ob das Ganze funktioniert. Oder man geht halt eben kurz vorm Gap Close da rein. Aber wie gesagt, alles keine Empfehlung. Das war natürlich jetzt schon eine ordentliche Bewegung, ne? Also hätte ich nicht gedacht, dass er da jetzt direkt drauf zieht. Aber auf der anderen Seite ist natürlich jetzt auch hier schon ganz schön squeezig, was er da halt macht. Daher sollte das auch relativ schnell wieder zurückkommen. So, komm einmal kurz drüber. Über die Highs. 2 Minuten, das ist schon natürlich recht ordentlich, was er da fabriziert. Ja, mal gucken, ob wir ihn kriegen. Also würde hier insofern passen, ja, weil wir dann auch versuchen, weil er beziehungsweise weil der Markt jetzt versucht, von unten über, ich mache den mal manuell hier auf, erstmal eine Position, weil der Markt versucht, von unten jetzt den hängenden SMA 20 hier direkt einzukassieren und das geht eben recht oft nicht gut. So, den hier brauche ich dann jetzt natürlich erstmal nicht mehr. Das wäre dann eher so ein Kandidat, wenn man den Stop ein bisschen weiterzieht und man sagt, okay, die Übertreibung wäre dann halt irgendwie da oben. Aber eigentlich will ich den gar nicht so weit haben. Also ich fände es schon irgendwie ganz brauchbar, wenn er jetzt auch direkt wieder komplett runterkommt, bis zur Eröffnung und dann wir das Bild eben auf der Unterseite voll machen. So, aber trotzdem ist natürlich alles kein Garant für nichts hier, ne? Deswegen bitte nicht einfach nachmachen. Wer scalpen will, hat hier 3, 4 Punkte. Mit einer großen Position kann sich das auch lohnen. So, aber dass wir da jetzt nicht am Stück drüber ziehen und es zumindest dafür reicht, was wir jetzt halt hier sehen, das lag so ein bisschen auf der Hand. Ob der jetzt aber wirklich komplett dahin wieder runterdreht, wie ich das gerne hätte, das steht auf dem anderen Blatt. Hier oben ist auch noch ein bisschen Luft, ne? Die 971 ist nach wie vor der Punkt, der mich eigentlich mehr interessiert. Aber ich wollte es jetzt auch nicht auf den letzten Punkt hier ausreizen. Und deswegen habe ich das jetzt auch hier ein bisschen verfrüht aufgemacht. So, mal gucken, wie die ersten 5 Minuten da zu Ende gehen. Wenn es nach mir geht, bitte wieder auf Anfang. Aber was mich natürlich stört, ist halt klar, dass wir Xetra Gap hier mal direkt dicht gemacht haben. Und da wäre es jetzt nicht unwahrscheinlich, wenn da direkt noch was nachkommt, ne? Und wenn wir dann eben doch hier oben hinlaufen. Wie gesagt, eigentlich nicht mein präferiertes Szenario, aber wäre hier jetzt ausnahmsweise mal trotzdem okay. So, ich muss den auch nicht bis ganz runter rocken. Es reicht auch, wenn hier irgendwie so 15, 20 Punkte drin sind. Und entscheidend ist ja eigentlich immer auch der M15 für mich. Und das heißt, man kann natürlich dann auch hier mit einer Teilposition irgendwie so in der Mitte irgendwo rausgehen wieder. Wir haben hier den VPOC, da unten kommt der VWAP uns entgegen. Das heißt, das wäre jetzt so der nächste interessante Punkt, wo er gerne hin darf. 10 Punkte liegt die Geschichte jetzt vorne. Trail Distance kann man ja auch mal ein bisschen enger schrauben hier. Also wie gesagt, rein für Scalping reichen auf jeden Fall 10 Punkte. Ne? Aber wie gesagt, ich will ja immer gerne versuchen, ein paar Punkte mehr. Und das ist halt leider dann auch manchmal ein bisschen anstrengend oder auch schon mal ein bisschen falsch, wenn man das macht. Ne? So, aber so ein kleiner Rücksetzer nach unten sollte ja eigentlich schon noch irgendwie drin sein. Also hier Richtung VWAP, Richtung auch von der Eröffnung. Von der Tageskerze und dann muss er sich halt entscheiden, was das Ganze werden wird. Ne? Also hier sehen wir unten den Daily knapp über meinem Kopf. So, und das heißt, da kann jetzt aber nicht hier um einen Punkt drücken. Die machen wir jetzt noch voll, bitte. Und da müsst ihr dann halt eben gucken, was das Ganze werden soll. Kippt die Geschichte nochmal in sich zusammen. Also ab hier, ne? Wie gesagt, bei der Future-Eröffnung. So. Der Trail ist jetzt drin, 20 Punkte. So, okay, gut, Hammer, ne? 18 Punkte eingefahren, sauberst. Das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Start. Weil, wie gesagt, ab hier weiß ich halt nicht, ne? Mir wäre halt ganz klar am liebsten, wenn die Nummer jetzt hier zusammenkippt und wir ein neues Tagestief machen und dann eben auch runterlaufen, auch auf die 8, 5, 7. So,
dann werde ich hier wahrscheinlich wieder sitzen und weinen und sagen, ja, hätte man ja auch mal drin lassen können oder auch mal irgendwie nur absichern. Aber so ist das halt. Wie man es macht, ist es ja falsch. Aber das war jetzt ja nichtsdestotrotz trotzdem richtig. Und ich glaube, für ein Live-Trading-Webinar in den ersten 5 Minuten 18, 20 Punkte hier mitzunehmen, ist, glaube ich, jetzt auch nicht so schlecht. Das kann man schon mal gut finden dürfen. So, wer war dabei? Erna mit 14 Punkte, Michael, Norbert, sehr gut, noch ein Werner, Stefan, anderer Stefan, Stefan mit F, Stefan mit PH. Der Lutz ist noch drin, 20 Punkte, Strom war weg, wie, Strom war weg, das ist ganz schlecht, hat jetzt, wenn der Strom weg ist beim Trading. Also je nachdem, wenn die Richtung stimmt. Alexander mit dabei, Thilo, Robert, Konrad, 2 Minuten. Antje, finde es immer gut, wenn auch Frauen hier dabei sind, weil das immer so eine Männerdomäne ist. Und dann machen wir hier auch was für die Gleichberechtigung. So, der Paul ist noch drin, Tobias, ja super, auf jeden Fall richtig gut. Das waren ja mindestens 20 Namen, die ich irgendwie gerade hier gesehen habe und auch genannt habe, eher mehr. Schön, 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 schön. Das freut mich. Das freut mich. So soll es sein. So. Nelson, fertig, ne? War Feierabend. Ja, klingt schon fast danach, ne? Ja, ne? Aber ehrlich, haben alle irgendwie oder Großteil, also Großteil ist nicht von der Anzahl Teilnehmer, aber es waren schon richtig viele hier mit dabei. Also das ist natürlich richtig gut. So, ja, das Ding ist halt immer, ne? Ich, wie gesagt, hier erstmal die 15-Minuten-Kerze erstmal abwarten. Da ist, bei sowas ist dann immer so mein Trigger eben auch. So diese letzte Bewegung. Ne? Ich meine, jetzt 8 Uhr ist, ich muss gucken, dass ich hier nicht im Bild hänge. 8 Uhr ist halt immer so ein bisschen tricky, ne? Weil halt das Volumen irgendwie davor ist halt immer, muss man gucken, welche Relation das steht zu dem, was um 9 Uhr reinkommt. Ne? So, aber das wäre jetzt halt für mich so der eigentlich der Trigger für die 15-Minuten-Kerze. Das heißt, da wird da, so wie es aussieht, versuchen drüber zu schließen. Gelingt das nicht, hängen wir da wieder drunter. Dann gibt es wahrscheinlich auch direkt einen Nachsetzer und dann eben halt hier von dem Level dann halt auf das nächste Tief da unten. Schließen wir nicht auf das nächste Tief, sondern in Richtung Tagestief und dann auch nochmal tiefer. Deswegen bin ich da jetzt auch erstmal raus, weil keine Ahnung, kann ich nicht so wirklich einschätzen, ob das jetzt hier gelingt oder nicht. Was mir halt auch unverändert. Also das jetzt erstmal kurz im Auge behalten. Das wäre jetzt so mein Ansatz von der Sache. Kann man hier mal ein bisschen anders einzeichnen, das Ding. Ja, weil das war ja halt die letzte Bewegung, die wir halt hier hatten. Auch ein Außenstab, wie gesagt, zwar innerhalb der 8 bis 9 Uhr Stunde, aber nichtsdestotrotz. Weil ja halt auch eben Algos auch dahinter hängen und die müssen sich ja auch immer an irgendwas orientieren. Und für meine Begriffe sind es halt eben genau solche Geschichten immer wieder. So, aber was halt eben weiterhin gegen Short spricht, ist, dass wir hier das Kassa Gap zugemacht haben. Ich habe ja vorhin auch gesagt, ein Gap Close von unten nach oben ist nicht unbedingt Short. Ganz oft wird dann erstmal eins hinterher, da wird erstmal eins dran gesetzt. Und weil das eben wirklich oft so ein Trigger ist für erstmal weiter. Und von daher war das für meine Begriffe auch richtig, jetzt hier rauszugehen. Und man sieht es ja auch, es kam ja auch nichts mehr danach. Ne? Und warum hier? Nochmal auch, um das zu erklären. Hier war halt der Future Open, also das heißt, die heute Nacht oder letzten, man kann es auch einfacher ausdrücken, da hat die Tageskerze die Farbe gewechselt und hat im ersten Run hier nicht funktioniert. Okay, aber dass er zweimal einfach so drüber läuft, auch eher nicht, ne? Sondern jetzt wird hier halt versucht, die Tagesrichtung erstmal beizubehalten, also im Future von daher auch alles richtig. Und dann war halt eben auch noch der VWAP, kam auch noch hier mit dabei. So, das heißt, wenn wir jetzt also hier, danke für die Komplimente übrigens da auch im Chat, freut mich natürlich auch, wenn nicht immer nur drüber geredet wird, dass ich schlecht rasiert bin oder sonst irgendwas. So, das heißt, sollte der Markt jetzt hier
wie üblich oben ansetzen und ein neues High machen. Dann wäre einfach der nächste Punkt dann auch wiederum im Daily zu suchen. Das heißt, Daily haben wir als nächstes hier oben einfach ein Pivot bei 992. Das wäre dann auch knapp unter der 16.000. Von daher auch völlig in Ordnung, da oben dann halt zum Beispiel nochmal dagegen zu halten. Warum die ganze Zeit Short? Die Frage muss ich mir auch stellen und irgendwann muss ich die halt auch überdenken. Weil also generell will ich ja eigentlich nur einen Dip hier unten haben. So. Das heißt aber nicht, dass es so kommen muss, weil der Markt ist ja eigentlich halt durchaus long, ja, also zumindest mal seit Freitag. Und wir bewegen uns ja auch hier im Freitag drin, also in der long Richtung. Von daher ist Short da schon so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Der muss diesen Dip nicht machen. Ne? Der kann auch genauso gut jetzt hier am Freitag wieder ansetzen. Man kann ja mal gucken, wo waren die NFPs am Freitag hier. Das müsste eigentlich hier, nee, Moment. Gerade mal gucken, was war das, der dritte? Ah, das ist hier immer so ein bisschen schwierig in der Darstellung. So gucken, das war am 3. Juni, ne? Quatsch. Nee, was war denn der Freitag? Zweiter? Zweiter. 2. Juni, okay. So, das heißt, da müssen wir jetzt irgendwie halt noch eine Stunde abziehen. Was ich würde wetten, es gibt so ein Tool im Stereo Trader, dass man dafür eigentlich super verwenden kann und ich nur wieder zu doof bin, das irgendwie gerade zu finden. So, das heißt also hier 15 Uhr, 16 Uhr. Das heißt, hier oben war die Bewegung, sehe ich das richtig? Vom Freitag, ja, das müsste die NFP-Kerze gewesen sein. Hier runter gedippt und dann halt eben oben rauf. Müsste stimmen. So, und das heißt, wir stehen hier unterhalb von den NFPs, also von dem Dip, den er da gezaubert hat, unterhalb. Obwohl die Zahlen so gut waren, gut, hat es mit Deutschland natürlich nur indirekt zu tun. Aber in der Regel läuft das ja halt schon irgendwie in einer Korrelation. Beides in die gleiche Richtung. Von daher 971 als Punkt gar nicht so doof, aber das vor allen Dingen noch jetzt hier mit dem Freitag irgendwie zusammensetzt. Ne? Das heißt, der zieht halt schon, weil hier waren halt eben die Käufer. Auf der anderen Seite halt auch. Klar, der übliche Ansatz, hier war Support, der wurde verkauft und was vorher Support war, wird Widerstand. Also, nicht so ganz einfach, kann man aber handeln, wenn man nicht irgendwie zu große Strecken macht. Das heißt, und das spielt natürlich dann auch jetzt super mit rein, das habe ich vorhin gar nicht gesehen, weshalb ich gesagt habe, hier ab der 971, ab da erstmal runter. Das macht natürlich von daher absolut Sinn nochmal zusätzlich. Zieht man es jetzt hier ein bisschen enger. Da sieht man auch, okay, das ist schon recht genau eben der Bereich, das ist von daher völlig okay. So, wenn der aber wieder gekauft wird, dann dreht sich das ganze Bild halt natürlich auch wieder um. So, aber hier haben wir jetzt recht deutlich da halt Widerstand und der sollte nicht so ohne weiteres auch gekauft werden. Von daher ist Short dann auch erstmal noch legitim, solange er nicht hier irgendwie oben auch noch drüber geht über die 16.000. Das heißt also ab hier, für meine Begriffe, kann man alles noch stressfrei irgendwie Short ins Auge fassen und dann vielleicht auch von da aus ein neues Tagestief, je höher man halt eben ansetzt. Über 16.000 würde ich, glaube ich, eher lassen. Also beziehungsweise da nochmal neu sortieren. So, das heißt, mehr habe ich jetzt sehe ich jetzt im DAX gerade nicht. Es sind aber auch gerade die 15 Minuten um. Mal gucken, was der Markt hier macht. Schließt also hier drüber. Heißt, umgekehrt wird jetzt hier versuchen, nochmal eins dran zu setzen. Also 15.940. Das heißt, da, wo wir vorhin eigentlich rausgegangen sind, so bis dahin, wenn er überhaupt dahin zurückkommt, aber ab hier nochmal rauf und dann halt eben nochmal ein neues Tageshoch, wäre völlig plausibel, das zu machen. Das kann man mit einer kleinen Position, der hat irgendwie keine Empfehlung, ne, klar, aber versuchen. Das heißt also, entweder ab hier direkt oder mit einem kleinen Rücksetzer eben hier oben raus und zumindest mal halt irgendwie dann genau bis an die 971 und dann halt sehen, ob wir dort nochmal eine Reaktion kriegen oder nicht. Hier oben wäre es dann halt eben auch nicht der Pivot, sondern halt eben eins drüber, die 16.000. Ja, nachdem wir es jetzt hier im H1 mal genau angeguckt haben, da wäre es dann halt die 16.004. Ja, eins drunter, aber sollten wir einen Spike darauf kriegen, wäre das halt plausibel. Dann würde ich eher hier oben den stehen lassen, als jetzt hier unten den Long, weil dafür zackert es mir hier so ein bisschen zu viel rum.
So, dann gucken wir uns mal den DAO parallel mal an. Was hat der getrieben? Jetzt in der ersten Viertelstunde auch nicht so wahnsinnig viel. So, da muss ich jetzt auch erstmal kurz orientieren. Mal gucken, was da los ist. Also der ist halt ein H1. Ich habe hier das Flux-Ding noch drin, was ja sowas Ähnliches macht wie das MT On Live, nur wesentlich reduzierter. Dort sehen wir auf jeden Fall, dass der Trend im H1 auf Short ist. Das sehen wir auch hier, ne? Kommt halt in diversen Wellen hier runter. Und dort haben wir die NFPs aber deutlich tiefer sitzen. Das heißt, hier war der NFP-Dip. Den erkennt man recht gut. Schwarzer Block ist natürlich auch. So, ich muss unbedingt mal das Live-Chart auch wieder hier reinbringen in die Webinare. Dann könnte man das natürlich auch in Echtzeit sehen auf euren Charts. Das muss ich echt mal wieder einführen. Das war einfach, da muss ich mich echt entschuldigen in letzter Zeit hier wegen Umzug und so weiter. Das war so das blanke Überleben und irgendwie ist da leider sind so ein paar Sachen liegen geblieben und um die ich mich aber dringend wieder kümmern muss, habe ich ja auch letzte Woche im Webinar ja auch versprochen. Das steht für diese Woche auch alles auf der Uhr. So, das heißt also hier wäre natürlich schon wahnsinnig tief, ne? Also das nochmal irgendwie, wenn er das nochmal wirklich angeht, ob das dann noch funktioniert. Jetzt mal angenommen, der Markt würde halt einen Dip machen, ja, so irgendwie in der Richtung. Ich meine, möglich ist es, ne? Aber das wäre auf jeden Fall schon arg, ne? Also wenn das dem DAX irgendwie gleich tun wollte, müsste er halt tatsächlich so irgendwie laufen, ne? Weil wir dann auch hier, da müssten wir drunter, das Ding ist ja eigentlich erledigt und hier unten fehlt eigentlich noch einer. Das wäre aber eigentlich halt ganz klar für meine Begriffe ein Dip gewesen für den Freitag und nicht jetzt unbedingt hier mitten in der Woche, fände ich irgendwie nicht so wahnsinnig klasse, ne? Von daher habe ich ja auch gesagt im Blog, lieber irgendwie, oder ich vermute, dass wir auf höherem Niveau ansetzen. Das heißt, ich gehe eigentlich eher davon aus, dass wir halt hier sowas machen. Auf die 4, 7, 9. Mal gucken, hier ein bisschen größer machen, die ganze Geschichte. Auf die 4, 7, 9. Ja, das liegt ja dann hier oben in dem Bereich. Das heißt, also eigentlich nur hier so ein bisschen da nochmal irgendwo rein und von dort aus dann halt hochziehen. Das wäre eigentlich so. Also zumindest mal als erste kräftige Reaktion. Von mir aus kann er sich dann auch noch hier runter drücken, aber halt eben nicht jetzt irgendwie halt im Sprint darunter. Weil dann haben wir plötzlich das lange Ding vom Freitag, nämlich von der Unterseite, und dann wird es halt auch irgendwann unlustig, wenn man da nicht aufpasst. So, ne? Das heißt also, das wäre eigentlich so diese Geschichte hier rauf. Ich mache das mal irgendwie grün, damit man es ein bisschen besser auseinanderhalten kann. Ja, fast grün, ne? Nicht wirklich. Fast getroffen. So, damit man es auseinanderhalten kann. Also das hier wäre so die Gefahrenroute und das hier wäre meine präferierte. Also da nochmal rauf und dann halt hier nochmal da in den Bereich von gestern rein. Und dann hätten wir hier auch ab der 600 etwa, hätten wir auch neutrales Bild, keinen Short-Trend mehr, sondern neutrales Bild. Und damit dann halt auch die erste Chance darauf, dass wir wieder hochlaufen. Aber wie gesagt, was ich ja auch meinte, ist, nicht selten wird so eine Bewegung von News, und das weiß man ja auch, ne, die ja dann halt hier begonnen hat. Da kann man ja dann irgendwie im 15-Minuten-Chart nochmal genauer gucken, wo der tatsächlich da ist. Das heißt, nicht selten ist eben leider auch, dass wir unter den Anfang drunter gehen und so eine Bewegung komplett korrigiert wird. Das kann dann halt auch sein. Also damit muss man dann halt ärgstenfalls halt rechnen. Das setzen wir hier mal die Fibos an als Beispiel. Mache ich eigentlich nicht gerne, aber dann sieht man womöglich auch, ja, das sind, wären wir hier 76,4, wäre halt schon irgendwie fast am Anfang. Und hier die 412, die bei mir hier, warum auch immer, grün ist, wäre genau die 61. Ja, also das wäre okay, weil das hier wäre dann halt irgendwie nur so ein kleiner Dip darunter. Das heißt, also hier auf die 412 dann meinetwegen und von dort hoch. Das würde zu dem passen, was im Blog steht, was gestern schon drin stand, nämlich halt die 479 und 412 ist im Daily das Gleiche. Ja, also nur, damit man es mal versteht, weil da muss man ja ein bisschen
Puffer reinbringen. Der Daily funktioniert ja nicht auf den Punkt genau. Ne? Wenn der da halt irgendwie mal 80 Punkte drunter fällt, oder beziehungsweise sind ja hier nur irgendwie ein paar 60 und dann wieder rauf, dann ist das ein Daily, ist ja nichts. Also das ist dann einfach nur ein kleiner, kleine Lunte da unten eben in dieses Level hinein und dann wieder hoch, von daher fein. Das heißt, das wäre super, würde tatsächlich sogar passen zu der 61,8. Von mir aus, ja. Von mir aus, kann er gerne so machen. So, neuen Trade sehen wir hier, glaube ich, nicht mehr in diesem Webinar, so wie ich das sehe. Von daher macht es vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig viel Sinn, hier irgendwie lange, dass wir das in die Länge ziehen, sondern können es dann vielleicht wirklich abkürzen. Weil hier sieht man jetzt ja auch, im DAX bin ich jetzt hier wieder, dass er halt eben da jetzt auch nicht weiterkommt. Grundsätzlich war es aber richtig, ne? Habe ich ja vorhin gesagt, glaube ich. Die 940 habe ich gemeint, ne? Also hier 939. Okay, ein Punkt fehlt meinetwegen. Und von da kann er noch mal versuchen, irgendwie da hochzulaufen. Aber wie ich schon befürchtet, lohnt sich nicht. Halt, weil die Bola hier irgendwie komplett gerade flöten geht. Ne? Da ist ja irgendwie absolut tote Hose seit der Stelle. So, da fehlt irgendwie nur ein Punkt darunter, aber bei dem Volumen habe ich da so meine Schmerzen. Also ob das wirklich dann so funktioniert, dass wir jetzt hier mit einem kleinen Tief auskommen und der dann halt nochmal hochzieht. Und wir wären dann halt eben auch schon wieder hier bei der Future-Eröffnung. Da wäre, glaube ich, eher sinnvoller zu sagen, na gut, wenn er da irgendwie mit Speed darauf kommt, dass man dann, wenn man das unbedingt machen will, ich will es eigentlich nicht unbedingt, aber dass man dann da drüber nochmal irgendwie long geht und dann eben drauf baut, dass wir einmal da oben durchschießen, ja. Aber das ist, wenn ich mir das hier so angucke, hier im 2-Minuten-Chart, das ist ja eine Range, ist irgendwie von 20 Punkten, was ja für die Eröffnung gar nicht so schlecht ist. Da haben wir schon viel Schlimmeres erlebt, nämlich auch Ranges mit 5 Punkten. Oder 10 und von daher 20 jetzt nicht so wirklich schlecht. Was aber eben hier passieren kann, ja auch, wenn es nicht weitergeht, ist, dass er jetzt hier irgendwo gleich da unten irgendwo schließt, diese Lows dann halt irgendwie nochmal angeht. Ja, also in dem Bereich hier, nee, kein Fibus, falsches Werkzeug. Ja, ich weiß, ich bin hier irgendwie die ganze Zeit ganz schön viel am Reden und wenig am Handeln. Aber man sieht ja auch, es gibt ja nichts zu handeln hier jetzt gerade. Und daher passt das für meine Begriffe jetzt erstmal schon. So, das heißt also, falls wir hier jetzt nochmal irgendwie rangehen und dann halt die Kerze irgendwo hier unten raushängt, könnte es eben auch passieren, dass wir von dort dann recht schnell nochmal die Eröffnung antesten und dann von dort genauso recht schnell nach unten durchkippen. Deswegen bin ich hier so ein bisschen mit Long. Erstmal nicht. Erstmal nicht. Also kann auf den letzten Drücker kommen, aber mir gefällt das so nicht so wirklich. Wäre da eher ein Freund davon zu sagen, na gut, wenn ihr hier runterkommt, irgendwie kurz vor der Kasseeröffnung, dann eher dort nochmal halt irgendwie Short rein, zumal wir dann hier unter die Value Area laufen und dann halt von dort versuchen, dann eben unten rauszufallen, eben bis zur, was war das hier nochmal, die 8, 5, 7, ne? Also dieser Bereich. Die halte ich für heute im DAX eigentlich so oder so, egal ob es jetzt macht, am Nachmittag oder wann auch immer. Erstmal am interessantesten, 8, 5, 7 und von dort aus gerne rauf auf die 16.000. Also das wäre so das Ding für heute. Aber wenn jetzt hier halt nichts mehr kommt, also zumindest mal in den nächsten paar Minuten. Und dann können wir hier auch irgendwie das Ganze gut sein lassen. Freuen uns über 20 Punkten in den ersten 5 Minuten, die wir schon hatten. Und dann ist alles gut. Das heißt also hier, den würde ich liegen lassen bei der 860. Dann irgendwie hier Stop, gut 30 Punkte. Also das passt schon. Vor allen Dingen, wenn man ja irgendwie da hochgehen will und dann in Richtung 30.000 ist das, glaube ich, völlig okay. So. Also. Umfragen. Umfrage, wo stehen wir Ende der Woche im DAO? Wir haben ja erst Dienstag. Aber gut, von mir aus.
Wir werden es halt nur nicht überprüfen können, ne? Und das hat das Problem. Ah, jetzt kommt er hier doch, ne? Okay. Also, da habe ich ja gesagt, ne? Ja, dahin eine Long Order, die wäre tatsächlich gut gewesen. Die hätte ich vielleicht auch liegen lassen können. Ne? Hier über den Highs, das passt. Das hätte ja doch ganz gut gepasst. Wer hat's gemacht? Das Ding hier liegen lassen? Ich nicht. Birgit. Ja, die Frauen sind manchmal einfach schlauer als die Männer. Nicht nur manchmal. Nelson, das ist ein super Diplomat. Nelson? Ich bin hier, ja. Auch dein Einsatz, ne? So cool. Aus dem Hintergrund, Mikro an. Nicht nur immer. Mikro aus. Statement, Nelson. Ich will dir auch damit zeigen, dass ich da bin, dass ich dir zuhöre. Ja, genau. So, Hilger labert eine Stunde, Nelson Einsatz. Alles gesagt, alles. Da kann ich leider nicht mithalten. Dann gebe ich mich einfach mal geschlagen. Das passt schon. Sie sind ein gutes Team. Ja, genau. Du schlägst mich, ich fall um. Passt. So, also, die war gut. Aber ich habe dem Braten ja nicht so wirklich getraut, beziehungsweise von daher alles gut. Hier kommen auch irgendwie die passenden Kommentare dazu rein. Alle, aber auch viele sprachlos hier, ne? Nach Nelsons Statement. So, aber dann gucken wir mal, die warten wir die 39 mal noch ab. Wobei man hier jetzt tatsächlich immer noch long gehen könnte, ne? Also, weil wo er jetzt hin will, ist ja irgendwie fast schon klar. Da hält den jetzt auch erst nichts mehr auf. Also, das heißt, ein paar Punkte nach oben, da kann man jetzt wahrscheinlich sonst was drauf verwetten. Vor allen Dingen, wenn noch irgendwie 2 Minuten übrig sind, dann kriegen wir hier vielleicht nochmal irgendwie einen kurzen Rücksetzer da drauf. Auf den Kassaschluss mit viel Glück kommt er nochmal dahin und läuft dann drüber. Ich will es halt hier nur nicht mit so einem Billo-Dreht, jetzt hier meine Dreht, oh, das war auch eine sehr präzise Aussprache. Will ich halt jetzt nicht meine 20 Punkte da vom Anfang halt eliminieren. Ne? Das finde ich halt so ein bisschen doof. Weil generell stecken wir hier in der 971 ja drin. So, das heißt, das wollte ich ja eben auch haben. Wir hängen aber hier leider auch immer noch am SMA 20 von unten dran. Und aber die Reise sollte eigentlich klar sein, nämlich hier oben, beziehungsweise im H1, müsste es eigentlich dann dieses letzte Hoch sein, was jetzt halt interessant wird. Das heißt also, da so, ne? Da muss er einmal drüber oder will er einmal dran. Das ist die 986. Von daher ist es völlig okay, hier mal schnell noch 10 Punkte. Danke. Nochmal mitzunehmen. Und dass der da oben hingeht. Aber das war jetzt, glaube ich, dann doch recht einfach, da noch einen schnellen Trade dazwischen zu zaubern. So, wer war dabei? Frage ich wieder. Jetzt kann ich ja wieder ein bisschen angeben hier. So. Nachdem ich den vorhin verpasst habe, habe ich zumindest hier noch die Nummer eingetütet mit ein paar Punkten Verspätung dafür halt. Aber auch mit einer anderen Gewissheit. 8 Punkte, ja, sehr schön. Und Mal noch ganz, mal. ein paar Leute hatten die gleiche Idee gehabt. Alle die gleiche Idee, ja. Das ist aber auch normal, wenn man so lange Webinare zusammen macht, dann weiß man ja auch, ne, so wer was der ja andere denkt. Und das nennt man dann, wie nennt man das? Kollektives Bewusstsein oder so, ne? Oder divin empirisches. Nein, lassen wir das. Ja. War das so ein Thema gestern Abend, ja? Nee, ich habe danach noch kurz irgendwie Netflix geguckt. Und ich habe aber leider den Begriff vergessen. Divine Consciousness. Also wir gucken immer auf Englisch und daher, ja, Divine Consciousness. Aber ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben jetzt. Nein, war natürlich auch nur ein Scherz. Also nein, war natürlich kein Scherz, sondern wenn man eben viel Webinare zusammen macht und dann
tickt man ja auch irgendwie gleich, vor allen Dingen, wenn man das ja gegenseitig nachvollziehen kann. Und deswegen kommen dann halt auch dann die gemeinsamen Trades zustande. Gut. Alright. So, also 9:30 Uhr haben wir. Insgesamt so ein bisschen zäh, aber die Stunde werden wir hier jetzt auf keinen Fall abwarten, ne? Also das machen wir jetzt nicht. Aber hier ist halt eben tatsächlich die 986, das sind jetzt hier noch 8 Punkte, also das wäre dann auch hier oben der Pivot wahrscheinlich. Pivot? Der Pivot. Das ist ja fast nichts mehr. Also da jetzt nochmal reingehen, lohnt sich, glaube ich, nicht. Ich glaube auch nicht, dass der Pivot hält, sondern eben hier oben drüber die 16,04. So, dann gucke ich nochmal irgendwie kurz auf, genau, Timo hat es richtig geraten. Timo ist auch da. Guck mal, hältst du die ganze Zeit hier im Hintergrund. Die Knopper sind jetzt da. Genau, Divine Consciousness, Manifest. Da sind irgendwie plötzlich neue Episoden aufgetaucht. Und die muss ich dann irgendwie anfangen zu gucken. Also, ich gucke mal ganz kurz hier auf den großen, auf die Großwetterlage nochmal drauf. Da war die Frage, wo endet der Dow nächste Woche? Also, wenn man sich den Weekly mal anschaut, sowohl im DAX als auch im Dow. Da sieht man, wir korrigieren also jetzt hier im Dow in die Wochenkerze rein. Hier unten, wo ich vorhin den Pfeil hingezeichnet habe, wo ich halt meinte, so darunter eigentlich unbedingt nicht mehr, wäre tatsächlich dann eben auch der Anfang von der letzten Woche. Habe ich vorher gar nicht gesehen, aber das würde natürlich auch insofern passen, dass wir bis an den Anfang von den letzten Wochen gehen und dann halt die Bewegung nochmal nach oben ziehen. Wenn er das jetzt aber irgendwie, wenn er bis Freitag braucht, um das zu machen und dann am Freitag da unten stehen bleibt, dann betrachte ich diese Bewegung von den NFPs eigentlich eher als erledigt an. Ja, dann wäre es wahrscheinlicher, dass wir nochmal runterfallen. Weil was ja nachvollziehbar ist, dass die NFPs halt vielleicht einfach zu schnell gingen, ja, oder beziehungsweise Volumen zu dünn, dass das dann halt nach und nach nochmal abgebaut wird und dann die eigentlichen Positionen dann an der ursprünglichen Stelle reinkommen. So, und deswegen haben wir dann auch solche Bewegungen recht oft, dass der Markt dann halt erstmal wieder bis runter auf Anfang von der Bewegung korrigiert und dann aber auch schnell wieder hochzieht. Ja, weil da unten muss dann irgendwo ein vernünftiger Fill dann auch kommen und dann das Ding halt eben auch nochmal rauflaufen. Das heißt, so eine Geschichte funktioniert dann aber auch nur, wenn wir irgendwie, wenn das bis Mitte der Woche abgeschlossen ist und wir halt zum Ende der Woche hin wieder hier oben irgendwo stehen und der dann eben auch die Chance hat, Freitag oder Montag dann da oben rauszuknallen. Nur wenn wir hier unten enden am Freitag, eher nicht. Von daher die Frage, wo schließt der Dow die Woche, die der Lutz ja vorhin eingeworfen hat, ist legitim, aber auch nicht ohne. Ne? Also beziehungsweise für meine Begriffe sehr unwahrscheinlich einzuschätzen. Also das, wie gesagt, meine favorisierte Route wäre klar, wir gehen heute Morgen nach runter und schließen dann hier oben mindestens bei der 768. So, aber weiß ich's? Nein. Gar keinen Fall weiß ich das. Ne? Chance ist da, ja. Aber mehr weiß ich auch nicht. Und hier im DAX, die ist eigentlich netter, wobei halt die Vorwoche auch ein bisschen komisch aussieht hier. Ne? Aber der hat ja gar keine Lust, irgendwie zu fallen. Aber nichtsdestotrotz kann der so ein Ding auch eben nochmal machen und dann halt nochmal da stehen und dann halt irgendwie nächste Woche eins draufsetzen, weil der schwebt hier so ein bisschen über dem SMA 20, hat aber halt hier in diesen Support, in diese nicht Supports, in die Widerstände hier reingestochen am Freitag und könnte auch von hier jetzt eigentlich relativ leicht nach oben weglaufen. DAX ist momentan eh so ein bisschen stärker unterwegs als der Dow, eigentlich schon seit einiger Zeit, weil ich meine, das hier oben ist ATH, das wir irgendwie vorletzte Woche gehabt haben. Und davon ist der Dow relativ weit entfernt. Ne? Der hängt hier einfach nur im Mittelfeld. Von daher halt auch für den DAX eigentlich plausibler, dass der da oben endet und wahrscheinlicher, als dass es für den Dow ist. Der Dow kann auch hier einfach nur weiter rumeiern, wie er es die ganzen letzten Wochen auch macht. Und der DAX, wenn der seinen Bewegungen der letzten Wochen folgt, dann sollte der eigentlich eher deutlicher dann eben wieder nach oben laufen und dann auch demnächst wieder mit einem neuen ATH dann kommen. Warum ATH? Das fragt am besten keiner. Das versteht auch, glaube ich, keiner. Und warum wir in Deutschland hier ATHs machen, hier, nachdem wir jetzt offiziell in die Rezession gegangen sind,
auch und auch bei den Inflationszahlen und versteht keiner, aber es ist einfach so. Muss man nicht großartig, glaube ich, sich das Hirn zermartern. So, ich würde aber an der Stelle dann tatsächlich jetzt auch mal Feierabend machen. Ist ja auch alles erklärt. Die Punkte sind im Sack. Zwei Trades, einmal mit 11 Punkten, einmal mit 18 Punkten, knapp 30 Punkte. Und das ist für meine Begriffe total in Ordnung. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es waren ja ganz viele dabei und die auch mitgehandelt haben. Freut mich natürlich absolut. Darum geht es ja auch, dass ich halt eben nicht nur hier Monologe mache und wo mich hinblubbere die ganze Zeit, sondern dass man ja auch was davon hat und natürlich am besten dann irgendwie auch die gleiche Ansicht und das gleiche Ergebnis, wenn es denn gut ist. Das war es heute, das Ergebnis, aber auch das Webinar an der Stelle. So, und wie immer, bleibt da, weil der Nelson ist immer ganz geduldig im Hintergrund, macht seine Statements und ist aber halt immer mit dabei und deswegen immer verdient, das letzte Wort zu haben. Dankeschön. Vielen Dank, lieber Dirk. Ja, tolles Webinar mal wieder und ich freue mich, dass auch so viele live dabei waren und entsprechend sich wieder für das Webinar interessiert haben. Ich wünsche ebenfalls eine erfolgreiche Woche. Vielen Dank, Dirk. Und ja, würde mich freuen, wenn Sie dann nächstes Mal wieder dabei sind. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Passt auf eure Positionen auf und bleibt gesund. Ciao, ciao.